Schönen guten Abend, ihr Blutsauger, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir befinden uns immer noch auf unserem Aussichtsturm und es ist mittlerweile düster geworden und hier ist ein Riesenschwarm Fledermäuse an meinem Tower. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass die hochkommen, ansonsten müsste ich mich vielleicht vorbereiten. Ich glaube, das wäre ganz gut. Mein Bogen geht eh gleich kaputt, theoretisch kann ich auch den benutzen. So, jetzt nehmen wir aber erstmal wieder die Keule in die Hand und, ja, oh, wir wollen ja weitergehen. Hier sind überall noch lustige, bunte Türme. Und da hinten, da ist noch ein Schrein. Oh nein, weil ich den... Dort, nee, hat er richtig gesetzt. Genau, da hinten ist noch ein Schrein. Und wie es aussieht, das ist ja schön im Dunkeln, da erkennt man das ganz gut. Ist das der einzige? Und jetzt da oben. Es ist ein Luftschiff. Okay. Dann wollen wir mal. Mit dem Gleiter in Richtung Schrein und Hauptquest. Erstmal wurde mir ein Stein auf den Kopf gehämmert. Es fängt... Ah, kochen wollte ich noch. Genau, ich wollte noch kochen. Gerösteter Feuersalamander. Das war zu krass. Das ist genau richtig. Okay. Was bist du? Eine verrostete Hellebarde. Da schläft ein Riese. Geh ich nochmal außen rum. Oh nein. Bin noch viel zu weit weg für dich. Glühwürmchen. Oh, ich hätte es nehmen können. Dafür wollte ich den Explosionspfeil haben. Das kann sich blicken lassen. Aber ich weiß nicht, ob sich das so gelohnt hat. Das Ding brennt zwar noch. Also die Gang. Aber abgehauen sind sie auch wieder. Okay, okay, okay. Guter Swing. Okay, jetzt haben wir nur noch drei Köpfe. Ein Wildschwein, und was bist du? Komm schnell. Ach, du bist ein großer. Ja, ja, okay. Du sahst natürlich schon größer aus. Okay, hat er seitlich ausgeholt. Ist zwar zerbrochen, aber ich habe eine neue. Okay, eigentlich will ich nicht gegen die Großen kämpfen. Schon wieder ein Schwarm Fledermäuse, der Anlauf holt. Oh, Metallplattenrätsel. Kein Rätsel, doch ein Rätsel. Erstmal packen wir die kurz zur Seite. Und dann sehen wir ja, wo die hin muss. So. Also. Ich würde mal sagen, die muss dann einfach da rein. Und zwar aber auf die richtige Seite. Kiste könnte Probleme machen. So.
Das Tor ist viel, viel größer. Ich hätte halt so gedacht, aber das macht gar keinen Sinn. Krieg die? Ja, ich krieg die. Es war nur einfach nicht genug Platz, um die zu öffnen. Ich hätte ja sagen können, dass die da so hingelegt werden müssen. Kleines Rätsel. Nehmen wir aber gerne mit. Ich will unten gerne nachts kämpfen mit diesen Fledermaus. Ah, die Explosion hat auch... Die Explosion hat auch gut was gegen unsere Freunde getan. Die Fledermäuse. Ich muss unbedingt wieder kochen. Gut, die Kiste war ja mit einem Mal freigelegt. Muss aber schauen, jetzt wofür ich diese Hörner und Hauer brauche. Die kann ich bestimmt einfach nur verkaufen. Wir waren noch nicht mal in der Nacht. Es wird nämlich noch dunkel. Ein Soldatenbogen. Ah, geil. Ja, okay, wir sind ja auch neues Gebiet. Die Kisten sind ja auch bestimmt viel geiler jetzt. Oh, hier gibt es so viel zu entdecken. So, deswegen schwimmt das da. Boah, wie riesig ist denn das Gebiet im Vergleich zum Plateau? Ist das ja, wo wir hinwollen, schon eine Meile weg? Oh, mit starker Strömung. Wenn ich viel Ausdauer ich gebraucht habe, um ins Wasser zu kommen, wir sollten die Brücke nehmen. Da kann ich kochen. Wir kochen doch erstmal. Ist hier noch Essen? Eine Fackel muss nicht sein. Genau, aber bevor wir kochen, werden wir heute erstmal wieder unseren ersten Amiibo nehmen. Warum klappt das nicht? Warte. Okay, vielleicht wirklich so 24 Stunden. Jetzt habe ich einen anderen Amiibo genommen. Dafür kriege ich halt Fische. Und Fische kann ich ja auch zu essen verarbeiten. Deswegen, ich wollte erst die Amiibos benutzen. Das ist jetzt der Toon Link gewesen. Dann haben wir das Soldatenschwert aber ebenfalls bekommen. Wie gesagt, es kann auch was anderes rauskommen. Jetzt ist interessant, eigentlich wollte ich zwei benutzen, aber es ist, ja doch, es ist doch, jeden Tag kann man die einmal benutzen und Tag ist wirklich Tag und nicht 24 Stunden. Jetzt hat es geklappt. So. Und morgen ist das Ritterschwert. Okay. Aber es ist ja noch besser. Okay, also waffenmäßig habe ich das Soldaten und das Ritterschwert, da bin ich jetzt erstmal ganz gut aufgestellt. Ich hätte aber gerne was anderes gehabt. So, wir warten einmal bis morgens. Und jetzt wird noch schnell gekocht. Ein bisschen Essen kann nicht schaden. So, was machen wir denn Feines? Wir haben so viel. Ich würde sagen, wir nehmen Fisch, Fisch. Ausdauerpilz, Ausdauerpilz. Und dann kommt noch ein Fisch. Fisch, Fisch, Ausdauerpilz. Und zurück und kochen. Richtig schönes Ausdaueressen. Und jetzt natürlich gleich auch viele kleinere machen. Da, das macht ja voll. Füllt die Ausdauer auf, simpel, aber schmackhaftes Gericht auf frischen. Ja, das ist ja. Das ist ja nett, aber total übertrieben. Ja, wir brauchen eigentlich. So wirklich, zack, zack, zweimal einfach Fleisch. Dann ist immer gut. Auch zu krass eigentlich, der Fleischspieß. Wir nehmen den mit einem... Was hat er nochmal Schnelligkeit gemacht?
Der Salamander, glaube ich. Die Echse. So, das wird ein Gericht, Leute. Dubiose Matsche. Scheint nicht giftig zu sein, aber eigentlich nicht. Muss auch nicht lecker sein, ja? Dubiose Matsche ist ein Hit. So, jetzt. Wie viel gibt ein Fisch? Ich will jetzt nicht ganz viele einzelne Fische kochen. Aber es macht schon Sinn. Siehst du, der macht nämlich schon zwei. Ja? Also alleine ein Fisch ist ja schon mega gut. So, dann nehmen wir wenigstens. So, machen wir wenigstens immer was Richtiges daraus, dass ich noch einen Nutzen daraus ziehe. Ein Abwehrfisch. Wofür steht die 5? Weil das so krass ist dann doch. Aber ich werde halt so. Komm, wir machen mal was Scharfes, ja. So ein richtig schön scharfes Gericht. Scharfen Fisch. Scharfer Chili-Fisch. Sogar ein richtiges Gericht. Nice. Was kann ich hiermit eigentlich machen? Kochen. Kochst du ihn mit Insekten, dann. Ich habe ja keine Insekten, wenn euch das mal aufgefallen ist. Ja, warte, komm hier. Da gibt es noch einmal den Doppelfisch. Zack. Ja, das muss man halt einmal machen, Leute. Es tut mir leid, ja. Aber ich hatte mein ganzes Zeug schon weggegessen. Fast. Also die gebratenen Sachen. Und da ist das eigentlich einfach mal ganz gut. So, jetzt gibt's Fisch mit Apfel. Und 3 Hyrule-Pilzen. Das ist auch ein richtig schmackhaftes Gericht. Jawohl. Der Elektrofischspieß mit Pilzen. Ja, das ist ein richtig guter. Das ist mein Lieblingsrezept. Und jetzt kommt noch was richtig Interessantes. Ja, das muss man sich erstmal überlegen. Und zwar die Honigpilze, nenne ich die. Der Honigzitterling ist das. Ein ganz, ganz schönes Ding. Festtagspilze. Boah, das ist so was richtig Krasses. Okay. Jetzt gibt's gemischte Pilze. So. 5 unterschiedliche Pilze. Pilzsuppe. Macht einmal alles. Pilzspießteller. Der Traum eines jeden Pilzes. So schmeckt, macht satt. Ja. So. Sind wir jetzt gleich hier durch. Das ist ja alles nichts zum Essen mehr. Kann ich das zum Essen nehmen? Nein, das ist richtig krass. Das ist das Chili-Herz. Oh nein, nein. Oh, schade. Kein Chili-Herz. Naja, okay, aber es gibt halt immer noch irgendwas. So, und ich glaube, jetzt sieht er erstmal ganz gut aus. Ja, damit können wir doch arbeiten. Schade, 2 Schwerter bekommen. Moment, was ist das da vorne? Oh, den haben wir von oben gar nicht gesehen. Da ist ein Prüfschrein. Neues Rätsel. Der Washi-Ryako-Schrein. Den wollen wir doch mal machen. Washi, Washi, Washimi. Der Washi-Ryako-Schrein. Ein sehr, sehr seltener Schrein. Nein, Quatsch. Schwer anzufinden. Nein, auch nicht. So. Da sind wir. Vom Winde verweht. Da rechts ist auf jeden Fall schon mal die Kiste. Und ich wette, an diesen Sachen darf man nicht klettern. Ja, das war also klar. Windströme. Das Gimmick des Schreins sind Windströme. Bedeutet, wenn ich mich hier drauf stelle und den Gleiter benutze, ja. Okay. Interessant. Aber nicht äußerlich schwer zu erkennen. Heißt aber nicht,
dass das hier noch einfach wird. Wir haben hier eine Plattform und das war's. Der Rest ist der Rückweg. Das heißt, mehr als hier rüberfliegen kann ich nicht. Da oben geht's halt zurück. Hier geht's weiter. Hier muss man selber beenden. Da hinten ist noch eine Kiste. Kann man wohl so weit rüberziehen? Wenn ich das Ding einsammle, portet man sich dann raus? Es kann sein, dass ich sterbe. So. Zieht der Gleiter rüber oder nicht? Also wenn ich jetzt von hier in die Richtung... No, oh, oh, viel später, wenn überhaupt. Oder wirklich von der Plattform. Es muss von der Plattform sein. Also von hier. Das reicht nicht. Bin mal gespannt, wo ich lande. Also, wenn ich sterbe, wo ich dann lande. Von der Plattform reicht es nicht aus. Also ich bin nochmal hier, hab halt ein Herz verloren. Ist das... Kann das sein, dass ich von hier springen muss? Moment, ist sie magnetisch? Bist du magnetisch? Nein. Oh, das ist bestimmt wie immer super simpel. Kann man die Turbine drehen? Ich bin auf jeden Fall nicht hoch genug, um direkt halt rüber. Ja, ich könnte später abbiegen. Aber ich könnte einfach, wenn ich da bin, nach rechts rüberziehen. Aber ist das der... Weil ich fliege ja über die Plattform. Das heißt, ich bin ja sowieso ein bisschen weiter oben. Aber ist das der Trick? Nehme ich den Schwung mit? Wenn ich jetzt rechts rüberziehe? Ja. Ein Soldaten-Zweihänder. Dafür ist in der Tasche leider kein Platz. Zack. Zack. Zwei weggeworfen, eins bekommen. Hat sich das schon mal erledigt, haben wir das auch geschafft. Das sah aber ziemlich knapp aus schon. Okay, und damit haben wir den Schrein auch beendet, beziehungsweise geschafft. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Das kennen wir ja. Dafür gibt es auch das Zeichen der Bewährung. Und unser Herz wird wieder aufgefüllt. Das ist schön. Fischer haben unterschiedliche Vorlieben. Naja, dafür hat man ja die Bomben gehabt. Oben rechts sieht man auch einmal, was wir da so haben. Wir haben ein Siegel wieder. Wir haben von den Mini-Rätseln die 4. Und was war es da drüber? Da haben wir 5. 5 insgesamt geschafft und 4 habe ich noch. Das könnte sein. Ja, auf jeden Fall hat sich der Weg hier lang doch noch gelohnt, weil wir haben einen weiteren Schrein gefunden. Prologia-Brücke. Prologia. Ist das die Brücke aus dem Zelda-Prolog damals, wo Link mit dem Pferd drüber geritten ist? Da steht auf jeden Fall ein Wanderer. Oder zumindest mal ein Nicht-Böser. Ich habe schon einige ungute Vorzeichen gesehen, aber das schlägt die anderen um Längen.
Wo kommst du denn her? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wer bist du? Naja, im Grunde ja auch egal. Endlich ist jemand da. Ich habe es satt, mich nur mit mir selbst zu unterhalten. Ich weiß auch schon ein Thema zum Quatschen. Hast du die Gebilde gesehen, die aus dem Boden gekommen sind? Und ich spreche nicht von Pilzen oder so. Ich meine die Türme. Anscheinend sind sie im ganzen Land aufgetaucht. Aber das ist ja noch nicht alles. Ganz plötzlich fangen auch all die verlassenen Schreine an zu leuchten. Du weißt, was das bedeutet, oder? Das Ende der Welt. Aber trotz dieses Trubels habe ich eine Sache weiter im Auge, damit wer nicht entgeht, wenn sich da was tut. Welche Sache? Na, den Wächter natürlich. Du kennst doch die alten Geschichten über Hyrule, oder? Das Ding dort drüben, das aussieht wie ein umgedrehter Krug. Einmal hat er mich einer entdeckt, der sich noch bewegen konnte, und schon steckte ich bis zum Hals in der Klemme. Nein, ein anderer. Das war von hier aus gesehen Richtung Schloss, aber noch vor dem Wald. Als er mich entdeckte hat, hat er mit rotem Licht auf mich geschossen. Ich dachte schon, jetzt ist es aus. Es ist ein Wunder, dass ich in den Wald entkommen und mich verstecken konnte. Wie? Meine Reflexe? Nein, nein, ich mache mir da keine Illusion. In der Gegend um Schloss Hyrule gibt es noch so einige Wächter. Pass auf dich auf. Okay, die Wächter hatten wir ja schon. Also wir hatten ja selbst schon das Vergnügen mit denen. Aber was ist das da? Ein Schiff? Da ist ein Piratenschiff und jeder weiß, ich liebe Schiffe. Wer hat jetzt geschossen? Wer hat jetzt geschossen? Ach, die Wasserfreunde. Die Wasserfreunde, die sind immer schön. Und eine Schnecke. So. Shit, ich muss ins Wasser. Nee, da kann ich nichts machen. Ich hätte die gern gelootet. Das Einzige, was ich halt machen kann, ist... Jetzt habe ich wenigstens noch zwei. Octorok-Ballon. Einen großen Aufschneider kannst du Dinge fallen lassen. Nimm ihn zu den Händen und platziere ihn auf das gewünschte Objekt. Okay, daher kannst du damit Dinge fliegen lassen. Also ich kann mit diesen Ballons echt arbeiten. Okay, von diesen Octodocs finden wir wahrscheinlich eh noch mehr. Hier sind noch Fische. Jetzt muss ich gerade nur genau schauen. Jetzt wird der erste weggehen. Jetzt wird der weggehen, auf den ich draufstehe. Bernstein. Und der letzte. Ja, theoretisch würde er da hochklettern können. Hopp. Wunderbar. So, zu dem Schiff will ich vorher noch. Ach, es gibt so viel zu entdecken. Ist das da auch in einer? Das ist ein Turm. Aber auch die Türme werde ich natürlich entdecken, klar. Brauche ich mir meinen eigenen Weg übers Wasser. Oh, ein Frosch. Ein Frosch. Eine Spurtkröte. Medizin für Tempo. Die Bögen gehen auch immer kaputt. Kommt so ein Flamingo hier, die auch gern. Alles mal testen an Fleisch, ne? Das Geflügel. Da hinten ist noch gebratenes Fleisch, aber wir nehmen die Brücke. Es wird schon wieder duster, das kann doch nicht sein, oder? Ich glaube, es wird nur duster, weil ich Richtung Schloss gehe. Was bist du? Erstmal jagen. Ein Tentakel. Kann für Medizin genutzt werden. Ja, stimmt. Ich kann auch solche Sachen mal kochen. Für Medizin. Ist kein Piratenschiff. Schade. Was ist das da oben? Was ist das? Sag bloß, da ist noch so ein Schrein.
Ja klar, der ist blau. Ist noch nicht fertig. Aber jetzt erstmal euch hier. Ihr könnt da so viel Party hart machen, wie ihr wollt. Ich frage mich nur, wem der Riesenhammer gehört. Keine Party für euch. Dir gehört der Riesenschlägel. Klappe. Okay. Eine neue Schatztruhe. Opale. Ich bin sehr gespannt, was ich mit dem Geld machen kann. Also ehrlich. So viel unnützes Zeug in Anführungsstrichen gefunden. Oh, eine Windmühle. Also ein Wind, nicht Mühle, ein Windrad. Wie nennt sich das? Für Blumenkästen und so. Hier steht doch ein Bock drauf. Ach, Fuchs. Alter, Eponas Lied, oder? Oder ist das Zeldas Wiegenlied? Eine leichte Abwandlung, es ist super leise. Man muss draufstehen. Oh, die sind... Scheiß Bewegungssteuerung. What? Wie weit ist denn der weg? Sind die nicht genau vor mir? Ich treffe gar keinen davon. Ich warte, ich muss den Controller auf den Tisch stellen, damit ich... Die haben keinen Pattern. Ich bin... Wie weit sind die weg? Genau vor mir. Okay. Wir werden wiederkommen. Da ist auch noch ein Schrein. Das heißt, blau habe ich schon gemacht. Den habe ich markiert. Blau habe ich schon gemacht. Aber hier ist noch einer. Ich bin auch in einem ganz falschen Gebiet. Hier kommt die schöne Musik her. Hallo, ich kann mich nicht erinnern, Sie schon mal getroffen zu haben. Freut mich, ich bin Terry und dieser Rucksack in Käferform ist mein Markenzeichen. Auch in gefährlichen Zeiten wie diesen bin ich stets im Dienste meiner Kunden unterwegs. Ich biete besondere Insekten und Ausrüstung für Reisende an, zu tollen Preisen. Und sollten Sie selbst etwas zu verkaufen haben, bin ich ebenfalls für Sie da. Für Edelsteine dergleichen mache ich Ihnen einen guten Preis, also immer her damit. Wie kann ich Ihnen also heute behilflich sein? Ja, dann verkaufen wir erstmal Edelsteine. Edelsteine sind hier mit bei. Bernstein. Und wird traditionell zu Schmuck verarbeitet. Ja, ich denke erstmal, dass wir alle verkaufen. Erstmal. Ja, das, wenn wir da noch was brauchen, wir haben die ja oft gefunden. Aber ich würde erstmal Opale, alle. Der freut sich richtig. Und dann haben wir noch Rhodoniten. Ja, 420. Blaze it, Captain. Okay, also das ist ein Edelstein-Dude. Der kauft gerne Edelsteine. Dann kaufen wir doch mal. Pfeile, das ist eigentlich gut. Zitterflügel, Zitadellen. Also ja, könnten wir auch Käfer verkaufen, aber ich nehme das hier. Er hat sonst keine mehr. Ach so. Jetzt kann ich mehr kaufen. Jetzt habe ich einmal 5, jetzt habe ich 6. Nehme ich... Oh, das Maximum. 25. Aber ja, komm. Die kriegt man zwar bestimmt noch anders. Lass mal gut sein. Ist so gemein. Der Typ war mega nett zu uns. Wer bist du? Hi. Hallo.
Du bist ganz allein unterwegs. Du sollst dich unbedingt in unsere malerisch gelegenen Pension erholen. Dieser Fluss ist bereits wunderschön, aber nordöstlich von hier findest du die einmaligen 1000 Sandbänke. Ich habe eine Schwäche für schöne Dinge, aber das sieht man ja auch an meinen gepflegten Erscheinungsbild. Ach du Scheiße. Übrigens, deine Augen sind auch sehr schön. Darf ich dir vielleicht eine Geschichte aus meiner Jugend... Okay, komm. Du leist mir dein Ohr. Vielen Dank. Also, im Norden dieser Ebene von Hyrule erhielt sich ein stattliches Schloss. Nun ist es ein abscheuliches Monsterhort geworden, aber früher erfreute seine Pracht die Herzen mit Ehrfurcht. Einer meiner Vorfahren, der Großvater meines Großvaters, des Großvaters, des Großvaters meines Großvaters, arbeitet dort als Hofkoch. Mit welchen Gerichten mag er wohl damals die hochwohlgeborenen Zungen gekitzelt haben? Als kleines Kind habe ich mich in jenen Zeiten zurückversetzt und die exquisiten Kreationen genossen. Luxus-Wildschaschlik, Fischcurry, Pilzrisotto, Eierpudding. Ja, all das formte diesen schönen Körper. Noch heute unterhalte ich mich gerne mit den Gästen unseres Stalls über delikate Gerichte. Ich sollte langsam mal zur Sache kommen. Lass mich dir tief in deine schönen Augen blicken und eine Bitte aussprechen. Wenn du je Schloss Hyrule betrittst, kannst du dich dort nach Rezeptbüchern umsehen. Wenn ich nur einmal die Gerichte des Königshauses genieße, kann ich glücklich sterben. Ja, eine Nebenquest. Hallo? Hallo? Aber erstmal rede ich mit dem hier. Ja? Warst du mal in dem Schloss nördlich von hier? Das ist Schloss Hyrule. Es soll vor 100 Jahren zerstört worden sein. Man findet dort viele alte Waffen und andere Schätze. Daher bin ich dort einige Male auf der Suche gegangen. Unter ihnen soll es erstaunliche Waffen geben, die sogenannten Ausstattungen der Leibgarde. Unter Sammlern sind sie schon sehr bekannt. Einmal nur möchte ich sie sehen. Seit diesem seltsamen Nebel erschienen ist, wimmelt es dort von Monstern und diesen Maschinenwesen. Für mich ist es zu gefährlich geworden, mich dort herumzutreiben. Und du solltest die Umgebung besser auch meiden. Ja, ist klar, du willst also von mir, dass ich das da mache. Komm, mit dir rede ich auch noch. Willkommen. Darf es eine Übernachtung sein? Ein normales Bett kostet 20, ein Luxus 40. Was ist der Unterschied? Und wenn sie sind ganz besonders stolz. Es ist zwar teurer, aber man schläft besser und hat mehr Energie. Ich mach mal das Luxusbett. Bis morgens möchte ich schlafen. Ja, man muss das ja mal testen, ja. Und gucken wir mal, wo... was passiert. Ja, habe ich mir gedacht. Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Einen schönen Tag noch. Jetzt haben wir vorübergehend ein Herz. Okay. Und das hier ist anscheinend auch der Stallmeister, ja. Ah, der wird stibitzt, der Wischmob. Ah, wird nicht stibitzt. Ja, dann bevor ich doch jetzt Sachen wegwerfe. Oh nein, der Händler ist weg. Ja, komm. Ist ein lustiges Gimmick, damit kann man mal wem auf die Schnauze hauen. Mit einem Wischmob, so. Hühner gibt es hier. Ziegen, ein Floß, Pferde, da kommt ein Reiter. Hier ist alles voll schön. Den spreche ich noch an. Herr, junger Abenteurer, schon gewusst, dass dir für Erz mehr als nur ein paar Pferdeäpfel gezahlt werden? Bevor dir das Erz aus der Satteltasche purzelt, verwandle es lieber in einen ordentlichen Batzen Rubine. Habe ich. Danke. So, Leute. Wir werden den ersten Part hier an dieser Stelle beenden. Ich denke... da haben wir doch jetzt doch wieder einiges gesehen und sind wieder vom Kurs abgekommen. Wir sind immer noch nicht an der Quest. Ich werde noch da oben das Windmühlending machen müssen und den Schrein, der bei uns steht. Also Leute, schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend.